Ahoi und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe meines Jungle Fury Solar Morpher Tutorials. Und wir legen direkt los. Die Vorlage für dieses Projekt kannst du von meiner Facebook-Seite herunterladen, facebook.de/kurtbastelt. Und für das Grundgerüst des Morphers habe ich wieder mal 4 mm starken Moosgummi genommen und da auch schon die Details eingeritzt. Und danach die Oberfläche, Kanten und Details vorsichtig mit einem Feuerzeug versiegelt. Achte darauf, dass du die Kanten im Inneren des Morphers im 45 Grad Winkel ausschneidest, sodass sie nicht einfach senkrecht nach unten gehen, sondern eine schöne Rundung bekommen. Also sozusagen eine Rundung. Ihr wisst schon, was ich meine. Use the template to transfer the little details and use your box cutter to cut guidelines into the form. Du kannst die Kanten und Ecken natürlich im Nachhinein immer noch etwas abrunden, indem du sie zum Beispiel einfach mit der Schere wegschneidest und dann vorsichtig mit Sandpapier etwas abschleifst und die Oberfläche wieder mit dem Feuerzeug versiegelst. Für feinere Details habe ich zum Beispiel noch 1 mm starken Moosgummi genommen und diese kleinen Scheiben habe ich dann mit Hilfe eines Kugelschreiberaufsatzes ausgestochen bzw. ausgestanzt. Ja, wir haben jetzt soweit alle Moosgummiteile miteinander verbunden und können das Ganze jetzt grundieren. Ich habe dafür Bastelkleber und rote Acrylfarbe gemischt und von dieser Mischung dann zwei großzügige Schichten aufgetragen. Und nach dem Durchtrocknen kannst du das Ganze dann mit rotem Sprühlack abschließen. Für die Farbdetails habe ich zum Beispiel einen Silber-Metallic-Stift genommen und links und rechts noch kleine Minischrauben reingedreht. Und sollten bei dir auch die Schräubchen auf der anderen Seite wieder durchkommen, kannst du sie einfach mit einem Moosgummiplättchen abdecken. Für das Visier habe ich transparente, relativ starke Plastikverpackung genommen und die mit zwei Schichten Scheibentönfolie beklebt. Das Ganze sollte halt richtig schön schwarz sein, deshalb zwei Schichten. Achte beim Aufkleben darauf, dass deine Arbeitsfläche frei von Staub und Haaren ist und reinige die Plastikverpackung gegebenenfalls mit etwas Wasser. Du kannst jetzt die Moosgummiteile mit Sekundenkleber am Visier befestigen. In dem Zustand wird der Morpher leider nicht passend auf deinem Kopf bzw. auf deiner Nase sitzen, wird immer runterrutschen. Demzufolge musst du etwas Draht hineinkleben. Ich habe dafür Heißkleber genommen. Und zu guter Letzt musst du nur noch im Inneren des Morphers in den Moosgummi schneiden und in den entstandenen Schlitz Sekundenkleber geben und den Moosgummi schnell nach innen beugen, sodass sich dann der Moosgummi besser an deinem Kopf anschmiegen kann. Und im Grunde war's das. Wir sind fertig. Hier ist der fertige Jungle Fury Solar Morpher. Und ja.
Vielen, vielen Dank, dass du reingeklickt hast und tatsächlich bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Also bis dahin, pass auf dich auf und mach's gut.